Servus Leute und willkommen zurück zu Total War Rome 2. Ja, wir haben einmal wieder ein Volk befreit. Ägypten ist wieder am Start. Und ich würde sagen, wir wagen uns jetzt in den Krieg gegen Makedonien, wobei... ich bin mir unsicher, ob das so eine gute Idee ist. Who cares? So, und da so ziemlich alles in diesen Krieg mit eingetreten ist... Nun ja, haben sie eigentlich keine Chance. Das Problem ist, ich bin immer noch unterlegen und das stört mich gerade so dezent. Ihr seht ja, was ich meine. Ich meine, das hatte ich befürchtet, deswegen hatte ich so ein bisschen Angst vor der Schlacht. Und jetzt? Ich kann die Flotte... habe ich hier oben noch irgendwas, was mich unterstützen könnte? Außer Nebel gerade. Pulpodeva, die Armee könnte noch kommen. Die Armee schafft es auch noch in angemessener Zeit dahin. Also, in Gewaltmaßstellung. Das Problem ist, die kann jetzt nicht unterstützen, glaube ich, oder? Können keine Gefechte beginnen. Immer angegriffen. Was passiert, wenn wir jetzt angreifen? Kämpft die dann mit die Armee? Ja, die kämpft mit. Super. Okay, dann hat das funktioniert. Dann haben wir hier in Blitzstellung Makedonien vernichtet. Entschuldigung, wir haben euch befreit. Tut mir leid. Ich wollte euch eigentlich jetzt... Na gut, wenn ihr expandiert wärt, hätte ich euch vielleicht gelassen. Okay, da jetzt anzugreifen wäre eine schlechte Idee. Mit der kann ich nicht mehr angreifen. Na verdammt. Du zurück nach Pulpodeva, du kannst aber noch angreifen. Dann vernichten wir den Rest der Makedonen noch kurz, dann gliedern wir das doch wieder ins Reich ein. Hab's mal anders überlegt mit dem Befreien. Das waren also die Makedonen. Du ziehst dich wieder nach Athenai zurück und du nach Sparta. Weil ich euch da unten gerade eher brauche. Und du nach Pulpodeva. Larisa ist ja jetzt... erstmal wieder am Umbauen. So. So. Okay. Dann kann irgendwas aufleveln. Ja, natürlich. Was hatte ich anderes erwartet? Kinder, die Kinder der Eiche können aufleveln. So. Und ihr könnt auch aufleveln. So. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was passiert. Vermutlich laufen uns jetzt die ganzen kleinen Völker, die wir befreit haben, amok, weil sie Angst haben, dass sie ebenfalls entbefreit werden, sage ich mal. Aber ich hoffe mal nicht, dass das der Fall ist. So, bin ich ja mal gespannt, was Ägypten so macht. Ob die produktiv irgendwas auf die Reihe kriegen. Mal schauen. Kann natürlich auch sein, dass die gleich wieder von Athen vernichtet werden. Ich hoffe allerdings mal nicht. Wäre blöd. Andersrum wäre es interessanter. Okay, Athen braucht irgendwie wieder mal Ewigkeiten. Wundert mich weniger, wobei ich mich frage, was die ständig treiben. Ich sehe nichts von denen. Was irgendwie beunruhigender ist, als wenn ich ständig Armeen von denen vor der Tür hätte. Aber naja. Ich weiß nicht, ich traue Athen einfach nicht über den Weg. Ich sehe von denen zu wenig. So, irgendwelche Wege wurden versperrt, von wem auch immer. Aber irgendwie ist nicht viel los gewesen. So, die Armee ist ja noch voll, die wird ja wieder verstärkt. Alexandria ist ja in Hand der Ägypter jetzt. So. Die Sache ist die. Das war die Armee, ne? Die ist, hat zwei Einheiten verloren. Die sich nach Pulpodeva zurückziehen soll wieder. Also du wolltest nach Sparta und du wolltest nach Athen. So, das ist auch eine teilweise Söldnerarmee. Die sollten wir mal abschaffen, die Söldner. Die sind mir ein bisschen zu teuer immer, aber naja. Bisher geht's ja noch. So, die Armee hat dann eigentlich ihren Zweck eher hier. Also hier. Und dann ziehen wir die mit von Sparta auch noch mit hier rüber. Warum läufst du hier drüber? Das habe ich noch nie verstanden. Aber naja, scheint ja irgendwie seinen Grund zu haben. Auch wenn ich den nicht ganz verstehe. So, schauen wir mal. Du ziehst dich jetzt erstmal... Du bleibst hier. Einfach, um die Grenze hier zu sichern. Man weiß ja nie, was Athen so vorhat. Wie gesagt, ich traue denen nicht. Moment, das war blöd, weil sonst hauen wir uns die öffentliche Ordnung hier wieder runter. Die ist eh schon am Boden. Wobei, jetzt geht's wieder, ne? 5 plus. Finde ich gut.
So, Kyrene hat gerade keine Verteidigung. Wobei ich gerade auch, glaube ich, das mit dem Verfolgen eher lasse. Ich weiß gar nicht. Wo kommt denn die Flotte auf einmal her? Das ist aber nicht die große Armee. Ich weiß aber nicht, wo die gerade ist. Die müsste hier irgendwo rumgeistern. Vermutlich ist sie in ihrer in der Knossos Hauptstadt. Das kann durchaus sein. Und dann haben wir nämlich ein gewisses Problem, weil die, wenn da drin ist, dann wird das eher weniger zu knacken sein, die Stadt. Schauen wir mal. Ich bin momentan nur am Runden beenden. Allzu viel passiert ja nicht. Muss ja meine ganzen Armeen erstmal irgendwie wieder formieren und beziehungsweise mir erstmal einen Plan zurechtlegen. Was ich denn jetzt so Schönes treibe. Dim-dim Pontos, okay. Bin immer gespannt, ob die Kelten es schaffen, Pontos zu überrennen. Irgendwie sah es gerade schon die letzten Runden danach aus. Also zumindest, dass sie recht weit kommen. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich meine, Pontos hat an sich nicht viel zu bieten. Die haben nur so Noob-Armeen. Da ist Athen weitaus gefährlicher. Und Sparta. Vor denen habe ich noch weniger gesehen. Deswegen habe ich vor denen noch mehr Respekt. Aber ich glaube, die sind mit Parthien beschäftigt. Habe ich das Gefühl. Bithynien gurkt irgendwie mit seinen Flotten hier kreuz und quer durch die Gegend. Macht aber irgendwie nichts Produktives. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wenn ich Bithynien den Krieg erkläre, dann tauchen plötzlich von überall her Flotten auf und greifen meine Städte an. Weil die irgendwie überall sind, Bithynien. So, Knossos und Athen hatten... Warum haben die Bündnis geschlossen? Waren die noch nicht in einem Bündnis? Seltsam. Okay, akzeptiere ich. So, ich sehe bisher noch nichts von der Armee, das ist aber nicht wirklich gut. Moment, haben die schon wieder eine Siedlung eingenommen? Holy fuck, was rückt denn da an? Ich glaube, ich will nicht angreifen. Danke, ich greife meine Verbündeten nicht unbedingt direkt an. Ich wollte eigentlich Soloka verteidigen. Ich würde ja gerne die Armee in die Stadt stellen, aber ich darf ja nicht. Das Problem ist, ich hätte gerne Verstärkung von den Kelten, weil die Armee da könnte uns eventuell Probleme bereiten. Und hier sind Katian-Rebellen, was auch immer Katian sind. Ich habe keine Ahnung. Aber naja, vermutlich irgendein Volk. Liegt zumindest nahe hier bei Total War. Ich meine, was soll es anderes sein, ne? Ich muss auch mal meine ganzen Provinzen wieder durchschauen, weil das ist immer so anstrengend. Weil man da immer die Hälfte vergisst von, das ist schlimm. Aber naja. Hilft ja nichts, muss gemacht werden, ne? Was zum Teufel ist bei euch los? Habt ihr Nahrungsmittelknappheit oder wie? Fragt doch, dann kriegt ihr welche. So, da können wir uns die negative öffentliche Ordnung momentan leisten, das ist kein Problem. Hier haben wir hier ist alles in Ordnung. Burdigala ist nichts in Ordnung. Was haben wir denn da? Da glaube ich, wollte ich den Frick-Schrein, ne? Und gleichzeitig Nahrungsausbau, sonst haut es wieder nicht hin hier. So, dann Bibracte. Da haben wir alles ausgebaut. Wunderbar. Hinten ist ja nichts mehr. Nemetakum, da müssen wir weiter ausbauen. Also hier ebenfalls in Vesontio. Was ist mit Medlan? Können wir da ausbauen? Können wir eigentlich, ne? Geht. Rom ist gut ausgebaut. Was macht die Armee da in Gewaltmarschstellung drin? Die soll bitte in keiner Stellung sein, sonst wird die noch überrannt. Wir wollen ja Rom nicht verlieren, das ist unsers. Mein Rom. So. Hier unten, wie sieht's da aus? Norea ist einwandfrei ausgebaut. Alter, die Squad. Broiki, ne? Ist der Wahnsinn, was die treiben hier. Sind echt potent, die Völker, ne? Also was Armeen angeht hier. Hm. So. Hier haben wir sonst aber, glaube ich, nichts mehr. Ah, Bithynien hat sich wieder teilweise in seine Stadt zurückgezogen. Ja, natürlich ist jetzt die Chance mehr oder weniger vorbei, die wir da mal hatten. Das ist jetzt blöd, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Sehe ich das richtig, dass Ägypten mit irgendwem im Krieg ist? Nö, okay. Warum haben die dann hier eine kaputte Armee? Mit wem haben die Krieg geführt? Mit Rebellen oder was? Kann durchaus sein, aber ich weiß gar nicht wieso. Naja. Ich weiß gar nicht, soll ich die Armee vielleicht nach Alexandria stellen? Also vor Alexandria. Einfach damit die Stadt nicht überrannt wird, kann ich die Armee da eigentlich mal lassen. Ich weiß, die hat dann keinen Vorteil mehr oder keinen Stellungsbonus her von der Stadt. Also keine Mauern außenrum. Gut, die hat sie da auch nicht, aber... Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Pontos ist... Hat sich... Oh, Pontos hat ziemlich viel von Parthien übernommen, ne?
Ich glaube, Parthien, es wurde ziemlich zurückgedrängt von Pontos. Deswegen konnten die Kelten vermutlich so weit vorrücken, ne? Aber ich würde sagen, wir machen jetzt die Tür hier einfach zu und lassen Pontos da nicht mehr durch. So sieht's nämlich aus. Was ich da aber gut brauchen könnte, wäre noch eine zweite Armee. Das Problem ist, die kann ich gerade in so kurzer Zeit nicht dahin bringen. Mal schauen, was passiert. Dum, 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 dum. Ach ja. Ich würde ja gerne mal wissen, was die ganzen Völker da westlich von der keltischen Konföderation so treiben. Also die Skordisker, Broiki und Erawisker. Und mich würde auch interessieren, ob die zur keltischen Konföderation dazugehören können. Ob die da gleiches Blut haben oder nicht. Wenn ja, wie gesagt, dann könnte die keltische Konföderation recht leicht expandieren. Je nachdem, ob die kleineren Völker da halt Bock drauf haben. Das ist ja immer das Problem an der Sache. Aber ich hätte kein Problem damit, wenn die sich unter der keltischen Konföderation hier vereinigen. So, irgendein Bündnis wurde geschlossen. Irgendjemand möchte schon wieder eine Armee haben. Okay, Bithynien, Knossos. Moment, warum hat Knossos seine ganzen Bündnisse wieder erneuert? Knossos ist kein Klientel mehr. Aha. Pontos ist kein Klientel mehr von Athen. Hat Athen dann noch Klientel? Ja, Bithynien, Sparta und Pontos. Okay, Knossos ist kein Klientel mehr. Warum auch immer. Naja, kann ich ihn jetzt nicht verübeln, ist halt so. Alter, was leckt denn das gerade so? Hilfe. Alter, was sammelt sich denn da? Das ist ja Wahnsinn. Vor allem werden wir jetzt auch noch sabotiert. Ja, genau. Geht doch weg. Und die Kelten kommen irgendwie auch nicht zur irgendwie Richtung Action mal. Die stehen hier rum und schauen dumm. Das können sie scheinbar recht gut. Obwohl, die haben ja viel geschafft, die Kelten. Also im Vergleich zu den anderen KI-Spielern ist das schon ganz ordentlich, was die gemacht haben da. Haben auf jeden Fall dreimal mehr geschafft als die anderen. Das ist echt schon mal eine Leistung. Sieht's überhaupt aus? Rachosien existiert noch gut, die sind von Parthiern geschützt. Ah, erstmal gähnen. Also, die Broiki existieren noch. Edetan, ja, natürlich die noch. Erawisker, Karthago, Kelten. Mal schauen, wie lange die überleben. Knossos, Massilia haben wir ziemliches Land gewonnen durch uns. Pontos ist im Krieg mit uns, die haben sich extrem viel von Parthien geschnappt. Finde ich nicht gut. Sparta hat recht wenig dazu gewonnen eigentlich. Und Ägypten, okay. Eures Standes als Fremdländer gemäß segnet der weise und liebende Pharao. So, schade. Krieg gegen Athen wollen sie nicht. Gut, das wäre für die vermutlich eher Selbstmord. Wobei ich ja eigentlich Support für die stellen würde. Dum-di-dum-di-dum. Bin immer gespannt, ob Parthia noch vernichtet wird von Pontos. Aber ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal einfach nicht. Mal schauen, was rauskommt. Das ist der am häufigsten gesagte Satz in diesem Let's Play, ne? Mal schauen, was rauskommt. Okay, alles klar. Das habe ich jetzt für mich selbst festgestellt, das war jetzt klar. Ich kann nur immer so ein bisschen rumsummen. Es gibt gerade auch nicht wirklich viel zu erzählen. Ich habe gerade wieder wenig Zeit, weil ich auch mit der Schule wieder was zu tun habe. Deswegen kommt mir das jetzt an sich ganz gelegen, dass Banish abgebrochen ist, aber es war jetzt wirklich nicht beabsichtigt. Also was heißt abgebrochen? Unfreiwillig beendet. Ja gut, das kann man Abbruch nennen. Unfreiwilliges Beenden ist ein Abbruch. Obwohl eigentlich ja nicht. Man kann ja auch freiwillig abbrechen. Andererseits gibt es ja bei Banish auch nicht wirklich ein Projektende so gesehen. Deswegen
ist da der Unterschied zwischen Abbruch und Beenden eigentlich fließend, also ziemlich gering, weil, naja, ob ich jetzt sage, ich breche es ab oder ich beende es, das Projekt, das ist jetzt wirklich kein so großer Unterschied. So, ich schau mal, ob ich das vielleicht retten kann. Verdammt, das kann ich nicht retten. Die Schlacht spielen wir nächste Folge. Ich würde sagen, man sieht sich da auch nächste Folge. Morgen. Bis dahin, Servus.